So, Guys, auf geht's. Boah, ich habe ewig. Ich glaube, seit dem Prime League Playoffs Finale, wo wir das Game verloren haben, noch, habe ich keine Jinx mehr gespielt. Seitdem bin ich einfach gebrandmarkt. Level 30 Account so viel Spaß im Game zu haben. Ich glaube, was sinnvoll wäre, ist, dass Riot jedem Spieler ab einem gewissen Level einen Smurf geben sollte. Die sollten einfach einen Smurf zur Verfügung stellen, so wie du bei WoW halt einen Account hochleveln kannst, sozusagen. Sagen wir mal, ich bin jetzt Master 500 LP auf meinem Main. Ist das so leise hier? Dann sollte. Oder fände ich cool, wenn. Warte, ich muss mal einen coolen Song hier anmachen. Keine Ahnung, ob der cool ist jetzt. Nee, ich lasse den jetzt einfach an. Dann fände ich es cool, wenn Riot mir einen Account zur Verfügung stellt, der schon Level 30 ist. Von mir aus auch keine Champs hat, aber der schon Level 30 ist. Der aber von der MMR her ähnlich ist wie mein Main-Account. Und die auch miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn ich Scheiße baue auf meinem Smurf und gebannt werde, dann werde ich auch auf meinem Main gebannt. Das wäre der Trade-off. Das fände ich ehrlich gesagt sehr fair, muss ich sagen. Wieso pushst du? Ihr wollt ihn niemals pushen. Wir haben Level 2 schon. Er muss nichts mehr machen. Aber weil er jetzt die Wave gepusht hat, können wir jetzt die dritte Wave nicht mehr richtig crashen. Sehr, sehr doof. Ja, dass Sabelle für Level 3 gankt auf Bot ist, glaube ich. Das würde jede Baelwurf immer machen. Das Problem ist nur, dass. Da nicht den Trade zu nehmen, wäre, glaube ich, bad. Die hätte ja nicht mal einen Assist bekommen. Und Kha'Zix ist jetzt 3 Camps ahead. Ich hatte aber echt Schiss, dass ich da sterbe. Ist halt Baelwurf, ne? Weiß man nie, ob die da dich noch irgendwann Dash aus dem Ärmel zieht. Oh, Scheiße. Okay, wir halten die Wave jetzt hier. Aber Baelwurf muss jetzt eigentlich Topside Jungle nehmen. Kann ich jetzt executen. Also, solange ich keinen Flash habe, muss ich halt extrem aufpassen. Lol. Da hat alles gesessen. Ich bin ja ein Skillshot-Monster. Ich zieh durch. Good job, Thresh. Schön den Freeze gecancelt. Ich muss durchziehen. Maybe hätten wir ihn sogar killen können, aber sehr unwahrscheinlich. Nee. Nice, die hat schon wieder Zeit gerastet. Ah, das ist so huge. Das ist so huge. Die Baelwurf verliert sich gerade mit den Botlane-Gangs das Game komplett selber.
Würde reichen, wenn man sich einen neuen Account mit dem alten linken kann. Ja, aber das ist ja das Ding. Das würden dann viele trotzdem nicht machen. Weil ein Smurf-Account ist ja quasi eine Lizenz zum Inten. Weil was passiert im schlimmsten Fall? Der Smurf-Account wird gebannt. Im Worst Case. Sonst passiert ja nichts. Und das Problem ist, wenn du freiwillig die Accounts linken könntest, dann würde Riot ja... würde Riot ja extrem viel Kohle verlieren, weil sich die Leute auf dem neuen Account keine Chance mehr kaufen würden. Und das Problem, dass Smurfs inten, wäre trotzdem nicht gelöst, weil die Leute, die halt auf Smurfs inten, die würden das einfach nicht verbinden. Ich glaube, es wäre wirklich eine sehr, sehr gute Idee, wenn man Accounts miteinander verbinden könnte. Beziehungsweise, wenn man einen Main-Account hat, sagen wir mal, ab einem bestimmten Level kriegst du einen Smurf for free. Und den Smurf musst du mit deinem Main verbinden, beziehungsweise der Smurf ist dann halt mit deinem Main verbunden. Let's go. Noch besser fände ich es natürlich, wenn du... noch besser fände ich es, wenn du... Aber das geht natürlich wegen Datenschutz und so ein Shit, glaube ich, nicht in Deutschland, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was ist eigentlich für ein Song hier? Wenn du, um Ranked zu spielen... Ich weiß nicht, kann man das... Also, ich muss einfach erstmal ausreden. Wenn man seinen Ranked-Account oder seinen Game-Account mit einem Handy verbinden müsste, mit einer Handynummer verbinden müsste, um Ranked zu spielen. Das ist ja bei Clash so. Ja, wait, stimmt, das ist bei Clash so. Wäre schon sinnvoll, wenn man das auch machen müsste, um Ranked zu spielen, ehrlich gesagt. Klar, es würde natürlich trotzdem Leute geben, die sich dann irgendwelche Handynummern aus dem Internet ziehen oder so. Das würde auch nicht alle Probleme lösen. Aber ich glaube, es würde auf jeden Fall vieles einfacher machen. Ich hätte flashen können für den Hit. Aber ich bin so fett. Ich will gar nicht mehr flashen. Ist gar nicht gut, dass ich nicht geflasht habe, ehrlich gesagt. Dann sitze ich gerade mit dem Ausgangspunkt. Ja, true. Was hat der sich da gerade gedacht? Warum kriege ich das Game nicht auf meinem Main? Warum ist das auf dem Smurf? Aber das Interessante ist ja, in Korea ist es ja so, dass du einen Riot-Account sogar nur machen kannst mit einer Social Security-Nummer. Also im Endeffekt ist theoretisch, simpel gesagt, in Korea dein Account mit deinem Perso verbunden. Und trotzdem ist Toxicity ja ein großes Problem in Korea. Aber ich bin mir gar nicht sicher, warum. Also entweder es wird halt nicht gepunished. Oder... weiß ich nicht. Leute haben so viele Fake-Accounts. Ich bin mir wirklich nicht sicher, warum es in Korea ein Problem ist. Logisch gesehen. In Korea wird man nicht fürs Flame gebannt. Ist das so, ja? Die ist einfach AFK gegangen, die Baywolf. Wir haben Baywolf zum Rage-Quitten gebracht.
What the fuck? Wie läuft's, Rover? Wir haben 2 gewonnen, 2 verloren auf dem Main. Die 2 Losses waren sehr frustrierend und der eine Win sehr hart erkämpft, also okay. Und jetzt haben wir gerade den gegnerischen Jungler zum Rage quitten gebracht, weil er 2-mal Bot ganken wollte und wir aber die Gegner weggezaubert haben. Ist es verbale Toxicity oder einfach mentale? Also in Korea ist, also ist Chat-Toxicity, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, extrem verbreitet. Weiß nicht, vielleicht guckt ja einer von euch aktiver, wobei koreanische Streams, aber soweit ich weiß und von dem, was ich auch mitbekommen habe von den Leuten, die in Korea waren, wird in Korea sehr viel im Chat geflamed. Und auch sehr viel halt Early Surrendered und so weiter, aber gut, das dagegen kannst du natürlich, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Gut, ich wollte ein schnelles Game haben, ne? Ich krieg auch ein schnelles Game. Dass ich da keine Tower-Agro kriege. Oh fuck. Aber, wait. Wieso habe ich denn da jetzt Tower von dem Tower gekriegt? Ich dachte, es ist so, dass du nur Agro kriegst, wenn jemand anderes in Tower Range ist. Wait. Nee, das ist ja übel dumm, was ich sage gerade. Dann könnte ich ja unterm Tower stehen und einfach hitten. Wenn er nicht in Tower Range steht. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, das ist ja komplett los. Aber was ist, wenn jetzt ein Teemo unter diesem Turm steht und hier oben läuft jemand in seinen Teemo-Pilz? Dann kriegt er auch Tower Agro, oder? Aber no joke, es wäre doch mega cool, oder was ist mega cool, an sich wäre es doch eine geile Lösung, wenn man einfach das, was sie sowieso schon für Clash machen, einfach für Ranked einfügen würden. Du musst deine Telefonnummer angeben, wenn du Ranked spielen willst. Und bei Smurfs kriegst du einen Account von Riot gestellt ab einem gewissen Level und der muss aber mit deinem Main-Account verbunden sein. Gibt es da ein Argument, warum man das nicht machen sollte? Also gibt es da ein logisches Argument dagegen, warum sich... Also Riot hat sich ja offensichtlich bewusst dagegen entschieden. Oh, ich habe zu früh geglänzt. Ich bin so schlecht. Das war ja einfach nur horrible gespielt. Zu früh geklänzt, schlecht gekitet, nicht geultet. Eieieiei. Mate von mir will seine Nummer nicht für Clash angeben, spielt deswegen nicht mit. Meint ihr also, das ist der Grund, warum Riot... Na, wobei, also bei Clash haben sie es ja gemacht. Meint ihr einfach, dass Riot zu viel Angst hat, dass sich die Spielerzahlen reduzieren, wenn sie das reinführen, oder was? Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass die Anonymität in League ein großer Grund für die Toxicity ist. Beziehungsweise, das kannst du ja überall im Internet beobachten. Also überall im Internet ist Anonymität ein Grund dafür, sich gegenseitig zu beleidigen. Mal so simpel gesagt. Aber Handynummer ist nicht in unziffer Sinne ist. Ja, aber du müsstest ja trotzdem... Achso, das meinst du, ja. Also man müsste ja trotzdem mit der Handynummer was bestätigen, ne? Also das ist ja... Du kannst ja nicht irgendeine Handynummer angeben. Dann wird es wirklich keinen Sinn machen. Ich glaube, ich darf ihn nicht weiter pushen.
Ich glaube, was Kappa sagt, ist nämlich wirklich leider true. Ich glaube, es ist wirklich so, dass toxische Spieler tendenziell mehr wert sind für Riot, weil sie mehr Geld ausgeben. Ich glaube, das ist wirklich so. Und das ist halt ein Paradoxon in sich geschlossen. Und ich glaube, dass ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum Riot so gegen, also gegen Toxicity so vorgeht, wie sie gerade vorgeht.